Und der Mann, der jetzt kommt, der hat hier noch nie gewonnen, denn er kommt zu Fuß. Und er ist auch ein bisschen wie der Weihnachtsmann, ehrlich gesagt. Stimmt, er kommt nur einmal im Jahr, ne? Er guckt, dass alles korrekt läuft, dass wir hier alle lieb sind. Und er hat Geschenke dabei. Unser Notar, Dr. Mohme, die Entscheidung. Dr. Mohme, hatte denn alles seine Ordnung? Alle Stimmen gezählt und alle Anrufe, alle SMS, jeder einzelne wurde vielen herzlichen Dank. Ein klares Ergebnis. So wollen wir das haben. Danke, großen Applaus. Also viel Vergnügen. Vielen Danke Dank an unseren Notar, Dr. Mohme. So, jetzt steht es fest. Wir werden gleich erfahren, wer The Voice of Germany 2023 wird. Liebe Coaches, kommt bitte auch jetzt zu euren Talenten und dreht euch dann um zu uns. Was für eine Reise! Ich bin so aufgeregt. Wir haben dieses Jahr wieder so tolle Leute gefunden, die sich uns anvertraut haben. Dafür sind wir sehr dankbar und auch wirklich an alle, die heute hier sind. Vielen Dank für die tolle Staffel. Und danke auch an unsere Coaches, die sich wirklich auseinandergenommen haben, sich richtig gefetzt haben. Oh ja, aber richtig. Ja. Ich doch nicht. Nein, du Nein. gar nicht. Ich war immer lieb. Auch ihr seid an eure Grenzen gegangen. Das ist nochmal der Moment, die berühmten letzten Worte, wie ich immer sage, in dieser Staffel. Habt ihr noch was mitzuteilen? Wir wollten eigentlich Malou fragen, ob sie nicht Lust hat, mit uns auf Tour zu gehen. 2025. Wir gehen. Weil wir haben gedacht, okay, egal wie es gleich ausgeht, wenn du Bock hast, 2025 gehen wir auf große Europatour. Wenn du Bock hast, kommst du mit. Wenn du Lust hast. Ja? Ja, ich glaube, der Blick sagt ja. Yes! Ja, das ist doch schon mal was. Okay? No matter what happens. Ich möchte mich bei den Zuschauern zu Hause bedanken, bei meinen Coach-Kollegen. Wir haben es am Anfang nicht einfach gehabt, wegen dem Wechsel, alle neue Coaches. Hier und da ein bisschen Kritik hat es ein bisschen, aber jetzt, ich bin so glücklich, dass es, wir haben so zusammengehalten als Coaches. Ich hatte mit euch so eine wundervolle Zeit. Ich hätte mir keine besseren Coaches auf den anderen Stühlen vorstellen können. Ich habe eine wundervolle Zeit gehabt und ich bin jetzt schon ein bisschen traurig, dass es vorbei ist heute Abend. Danke, Giovanni. Danke, ja, liebe euch. Ich habe mit allen Spaß gehabt, außer mit Ronan. Nein. Oh, Ronan, gehst auch auf Tour. Oi. Oi. Ronan, du gehst auch auf Tour? Yes, I'm going on tour also, and not only would I like to bring Egon and und Emily, ich würde auch but I would like Egon to bring all of und Emily mitnehmen. Das gesamte Team und Ronan. Alle kommen mit. Die kommen alle. Kommen mich besuchen okay. auf Tour. Pick a date. Join me in Germany on tour next Sucht euch ein Datum aus und dann kommt nächstes Jahr mit und mir Shirin, auf Tour nach Deutschland. Du kannst natürlich auch noch deine letzten Worte sagen. Ich habe auch nur ganz ähnliche Worte wie Giovanni. Es war mir ein Fest mit euch zusammen. Vielen, vielen Dank für die tolle Zeit. Danke an die tollen Talents. Ich arbeite nächstes Jahr übrigens an meinem dritten Album. Aha! Yeah. Seid gespannt. Yeah. Can I sing on it? Ooh. Please? No, so. What? Do we have this on live TV? Ronan is singing on my third album? Yeah, I would love that. Ich finde das toll. Love that. Ich liebe, wie dieses komplette Team auch zusammengewachsen ist in den letzten Monaten. Aber jetzt geht's los, Leute, denn wir haben hier heute Abend eine unglaubliche Show abgeliefert. Ihr wart wirklich alle der Wahnsinn, oder Berlin? Genau. Ja. Und jetzt beginnen wir mit der Verkündung. Geht es nur noch um unsere Talente? Und wir die Karrieren. So ist es. Wir gucken jetzt einmal, wie die Stimmen verteilt sind. Natürlich ohne Namen. Mein Herz. So, noch alle gleich auf. Oh, wow, okay. Also, wir haben eine klare Nummer 1 hier. Aber die anderen alle so nah beieinander, da sieht man wirklich, wie hochkarätig dieses Finale hier besetzt war. Oder ist. Krass. Wow. Dann legen wir los. Liebe Talente, liebe
Finalisten. Seid ihr bereit? Sollen wir loslegen? No, 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 no. Doch, doch, no, doch. Dann kommen wir nämlich jetzt als erstes zu den Plätzen. 4 und 5. Oh mein Gott. Und das sind... Auf den Plätzen 4 und 5 sind Joy Esquivias und Emily Miles. Und damit ist Shireen, Team Shireen an dieser Stelle raus. Vielen Dank bitte, dass ihr dabei wart. Einen großen Applaus bitte für Emily und für Joy. Eure beiden Singles gibt es natürlich auch in wenigen Minuten auf allen Streaming-Plattformen auf der ganzen Welt. Das kann euch wirklich keiner mehr nehmen. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Vielen Dank, dass ihr diesen Weg mit uns gemeinsam gegangen seid. Der Applaus geht an Emily und Joy. Team Shireen nicht mehr im Rennen. Team Ronan noch mit Egon. So, are we leaving? She's done so great. Proud of you. Well done, Em. Stellt euch bitte wieder auf eure Position. Wir kommen jetzt zu Platz 3 und dann zur Entscheidung. Oh, you didn't know it. You had hope. Gotta have hope. So eine knappe Entscheidung. Der dritte Platz dieses Jahr geht an. Zwischen wem entscheidet es sich? Egon Herrleben ist auf Platz 3. Das bedeutet, Team Ronan ist an dieser Stelle leider raus. Aber ey, Egon, unglaublich, was du hier für eine Reise hingelegt hast. Was du hier für geile Auftritte hattest. Applaus für Egon! Schade. Schade. Was hast du hier mit uns gemacht? Die Bühnen hat er abgefackelt. Das macht er jetzt woanders. Und auch seine Single gibt es natürlich ab heute Nacht auf allen Streaming-Plattformen. Oh mein Gott. Und jetzt entscheidet es sich wirklich zwischen euch. Das bedeutet, die Entscheidung, die wird jetzt fallen zwischen euch beiden, Desiree und Malou. Zwischen Team Giovanni und Team Bill und Tom. Wer gewinnt The Voice of Germany 2023? Und wird Giovanni tätowiert? Muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Wer bekommt den Cupra? Wer bekommt den Plattenvertrag von Embassy of Music samt Musikvideoproduktion, Promotion, Marketingpaketen, das komplette, volle Programm? Also, welcher Coach holt sich hier den ersten Sieg? Zehntausende Menschen haben für euch angerufen. Und am Ende hat ein Talent die Nase vorn. The Voice of Germany 2023 ist entweder Desiree oder Malou. Alter, das ist crazy! Crazy! Daisy won! Und es ist The Voice of Germany 2023 heißt Desiree
herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Du warst was großartig. Wirklich, was für unfassbar tolle Performances. Wirklich. So. Wahnsinn, Leute. Jetzt wird hier ordentlich gefeiert. Wir haben eine Siegerin. Was für eine Siegerin. Und Giovanni wird gleich tätowiert. Nicht weglaufen, ja, Giovanni, ne? Nicht das weglaufen. Gibt es dann auf den Social Media Kanälen zu sehen. Aber oh, stark gekämpft, mein Lieber. Wahnsinn. So. So, das war das Finale von The Voice of Germany 2023. Hallo.